lang wachsen können, lang werden können. Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute habe ich wieder die Schere in der Hand. Yay! Ich habe sie verdammt oft in der letzten Zeit in der Hand. Aber ich finde es eigentlich total interessant, auch mal selber die Haare zu schneiden. Und mir macht es auch irgendwie Spaß und deswegen, ja, werde ich heute wieder zur Schere greifen. Und heute werde ich mir, ja, versuchen, einen Stufenschnitt zu schneiden. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinbekomme. Ja, ich habe schon eine Bürste in der einen Hand, in der anderen Hand die Schere. Unten liegt noch ein Haargummi. Die zwei, drei Sachen, werde ich jetzt auch gleich gebrauchen. Und ich bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Ich bin etwas nervös. Okay, also mal ganz kurz so ein Brainstorming. Wieso, weshalb, warum? Meine Haare sehen momentan so aus. Die sind hier unten halt wirklich zack, zack, komplett gerade. Ich glaube, hier sogar einen Ticken länger. Und ich hatte ja hier, für alle Leute, die mich noch nicht kennen, ich hatte ja hier früher einen blonden Ambray, der bis hier oben hinging. Jetzt ist er gerade so ein bisschen am Rauswachsen. Ja, ich habe die so gerade, damit die Haare etwas besser lang wachsen können, lang werden können. Und auf jeden Fall, jetzt haben sie schon eine Grundlänge und ich weiß nicht, ich bin momentan eh so ein bisschen unzufrieden. Und ich möchte einfach einen Stufenschnitt haben. Und ich traue mich irgendwie nie zu einem Friseur zu gehen, weil der macht mir immer so ein, also so einen richtig krassen Stufenschnitt rein. Und ich dachte mir, komm, Verena, du probierst es jetzt einfach mal selbst. Ich werde so machen, ich werde mir jetzt ein Haargummi, zack, hier oben drauf machen, dass die Haare hier so sind. Und dann werde ich mir unten ein Stück abschneiden. Und dann hoffe ich, dass meine Haare nicht total versaut sind. Ansonsten habe ich einen Grund, zum Friseur zu gehen. Auch wenn ich noch nicht weiß, zu welchem, weil ich irgendwie keinem Friseur mehr vertraue. Jetzt habe ich ganz lang herumgequatscht. Ich würde sagen, ich mache mir jetzt mal ein Haargummi und ich versuche euch so gut wie es geht mitzunehmen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich sehe so lächerlich aus. Oh, das kann ich so. Oh Gott. Das ist sogar ein bisschen. Oh Gott, das ist ganz schön auf der einen Seite, ne? Mein Hund macht nebendran Lärm. Sieht das nicht total cool aus? Also, auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt alles so hochgehemmt. Ich muss so lachen, wenn ich in die Kamera gucke. So, jetzt ist hier ein bisschen was auf die Seite gefallen. Ich glaube, ich mache das gerade nochmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt hier diese tolle Palme und ich muss ganz offen und ehrlich gestehen, wenn man dickes Haar hat, ist es nicht so einfach. Also ich habe schon relativ dickes Haar, aber es gibt noch Leute, die haben noch dickeres Haar. Und da ist es nicht so einfach, das zu machen. Und ja, jetzt habe ich hier meine ganzen Haare und jetzt muss ich hier unten ein Stück abschneiden. Und ich muss ganz offen und ehrlich gestehen, ich habe tierisch Schiss. Ich habe richtig Schiss. Weil ich weiß nicht, wie viel ich abschneiden muss, um auch einen Effekt zu haben. Eigentlich würde ich jetzt mal spontan sagen, ich müsste bis hierhin abschneiden und das ist hart. Okay, Leute, ich schneide jetzt einfach mal und hoffe, ich sehe danach nicht so schlecht aus. Und wenn nicht, nebendran ist noch ein Friseur, da kann ich auch noch mal hingehen. Aber ich hoffe jetzt erstmal, es funktioniert alles. Leute, ich bin so nervös. Ich bin wirklich echt richtig nervös. Okay, jetzt habe ich hier so ein gerades Stück. Jetzt werde ich hier noch mal so ein bisschen reinschnippeln. Die sieht so scheiße aus. Okay, also ich werde jetzt mal es öffnen und mal gucken, wie es aussieht.
Okay, jetzt meine Frage, seht ihr irgendetwas? Ich sehe gerade gar nichts. Okay, gut, hier ist es ein bisschen kürzer. Ein bisschen als hier. Top. Man sieht voll, das ist voll viel. Ich sehe gar nichts. Okay, also ihr seht es, ich habe wieder meine Palme. Ich könnte mir eigentlich auch mal so ein Dutt machen, ne? Okay, also ich habe wieder meine Palme, denn ich habe irgendwie gar nichts gesehen. Ich glaube, ihr habt auch nichts gesehen. Und ja, deswegen, ich werde jetzt noch mal was abschneiden, habe ich mir gerade gedacht. Und ja, deswegen sehe ich wieder nichts. Okay, so sieht das jetzt hier aus. Merkt ihr eigentlich, was für rote Backen ich habe? So warm ist mir gerade. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Ich sehe immer noch nichts. Okay, gut hier. Wow. Seht ihr das? Hier ist eine Stufe. Und das war es irgendwie auch schon. Okay, also meine Lieben, ich habe das jetzt mal probiert und bin jetzt der kompletten Überzeugung, die ganzen YouTuber, die hier immer diesen Pferdeschwanz hier vorne machen und dann einen Schnitt reinmachen, haben entweder so dünnes Haar, dass man das sieht, oder die haben schon vorher einen Stufenschnitt gehabt und deswegen sah das noch viel geiler aus. Aber ich hatte vorher keinen Stufenschnitt drin und deswegen sieht man es auch nicht. Seht ihr irgendwas? Ich glaube, ihr habt auch nichts gesehen. Außer diese eine Stufe. Und ich muss gestehen, ich bin echt enttäuscht. Nur selbst jetzt einfach so Hand anlegen und Stufenschnitt schneiden, glaube ich, traue ich mich nicht. Naja. Gut, dann war das jetzt einfach mal ein Fail. Ich habe es probiert, ihr wart dabei. Mein Pony sieht so Mist aus. Oh Gott. Naja, so, jetzt geht's wieder. Ich habe es probiert, hier liegt alles voller Haare. Ich habe dann wenigstens hier mir etwas die Spitzen geschnitten. Aber seht ihr irgendeinen Unterschied? Da ist doch kein Unterschied. Seht ihr da irgendwas? Ja, hier ein bisschen. Wow, und auf der Seite? Nichts. Naja, egal. Ich würde sagen, ich verabschiede mich hiermit. Vielleicht werde ich nochmal einen anderen Stufenschnitt probieren oder ich gehe einfach mal zum Friseur. Ich weiß nicht, zu welchem. Okay, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.